Ja, die Gefühlslage ist durchweg positiv. Ja, heute, wie die Fans wieder Stimmung gemacht haben, kann man nur zufrieden und fröhlich nach Hause fahren. Wir haben jetzt 9 Punkte aus 3 Spielen. Sieht sehr gut aus und ja, da dürfen wir uns die Butter nicht mehr auf dem Brot nehmen lassen. Nichts gegen die Gegner, auf keinen Fall, aber ich glaube, ich finde, dass in der Bundesliga nochmal andere Gegner sind oder nochmal andere Qualität ist als in der Gruppe, aber wir haben natürlich die Spiele in der Bundesliga auch ein Stück weit oder über weite Teile dominiert und müssen dann einfach ja, die Tore machen und dann gewinnen wir die Spiele. Wir haben dann in der Bundesliga teilweise aufgehört, Fußball zu spielen und das haben wir heute weitergemacht. Wir haben weiter nach vorne gespielt, weiter Druck gemacht, nie aufgehört und das war, glaube ich, so der Unterschied heute zu den Spielen in der Vergangenheit. Ja, leicht war es nicht. Ich glaube, es war überzeugend. Wir haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet von Anfang an und haben das nach dem 1-0 auch geschafft, dass wir weiterhin den Gegner früh unter Druck gesetzt haben, haben dann weiter uns Chancen erarbeitet und deshalb war es, glaube ich, ein verdienter Sieg. Also jetzt ist mir heute schon viel besser ergangen als am Wochenende und wie gesagt, geht jetzt Schritt für Schritt und dann irgendwann hoffe ich, dass ich wieder bei Normalform bin.